Moin Moin Seahorse-Freunde, willkommen zurück auf unserem Seahorse-Kanal. Ich bin Maracha und kommentiere heute ein Replay von Ulpendulp, der in der Ranked Season 7 die Bayern ausgeführt hat. Und ja, bleibt dran und wir werden sehen, ob sich das lohnt. Ganz langweilig wird das definitiv nicht sein. Sehr taktisch gefahren, wurde mir im Vorwege gesagt. Und ja, wir sind schon mittendrin im Gefecht. Wir haben hier so ein bisschen die Zeit beschleunigt, dass der Weg bis ins Gefecht nicht ganz so lange dauert. Ich denke, das ist in eurem Sinne, ne? Ja, er fährt wie gesagt die Bayern, Sechser Schlachtschiff. Sieht man immer wieder in den Ranked Replays oder in den Ranked Battles überhaupt. Und ja, ich persönlich hab's jetzt nicht mehr, weil ich schon ja, irgendwie die deutschen Schlachtschiffe nicht mehr unter der Tierstufe 8 habe. Kann mich kaum noch an die Bayern dran erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die machen einen guten Job. Also soweit. Mir fällt es immer super schwer, die überhaupt zu Zitadellen. Schaden kann man ganz gut drauf machen, aber Zitadellen fällt mir persönlich recht schwer. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Schreibt es doch einfach mal. Und ja, da hat man vielleicht mal einen Austausch darüber. Oder vielleicht mache ich ja auch was falsch und habe deswegen nicht so eine gute Chance, die zu Zitadellen. Aber gut. Ja, der Gegner fährt zu A, unsere Gruppe in Grün fährt zu B. Dann wollen wir mal gucken, wie sie das jetzt hier so angeht. Eine Mexiko, eine Bayern, eine Fuso. Eine Lagalone ist offen. Die fahren gar nicht erst zu A, sondern fahren quer. Merkwürdig. Wo sie mit der DeGrasse eigentlich kurz einen Prozess machen könnten. Wenn die jetzt schon offen ist. So, jetzt ist der Ulpendulp entdeckt. Die Leander hinten fängt schon an zu smoken. Guckt gerade schon. Okay, spotted. Okay, Stefan haut gleich hier die Mumpeln raus und informiert das Team. Hier wird First Target. Und klar, gute Gefechtseröffnung. Leicht verteidigt. Zitadelle 10.000. Die Leander hat schon mal Danke gesagt. Und hat nochmal kassiert. Und. Kann sie was machen? Sie repariert sich jetzt aus Verzweiflung. Und zeigt gleich nochmal Breitseite. Da wird doch. Schießt er da rein? Ne, er wartet. Ja. Immer noch weiter Weg auf Weg zu B. Volle Kraft voraus. Er nimmt Geschwindigkeit auf. Und ist immer noch spotted. Aber wird nicht vom Gegner beschossen, weil die sich voll auf die Grasse konzentrieren. Wie das da hinten aussieht. Ist ja geil. Wie die Grasse, die den Gegner so lange da beschäftigt, gut, die ist jetzt raus. Aber gleichzeitig ist auch von deren Team ein, die Nürnberg, glaube ich, raus. Habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen, die Einblendung. So, jetzt wird B gleich erobert und in A ist auch noch keiner. Was hier zu bemerken ist, ist natürlich, dass kein Zerstörer dabei ist, ne? Die Gefechte sind sowieso immer speziell, wo quasi die Kreuzer den Job der Zerstörer aufnehmen, soweit es eben geht irgendwie. Aber die Leander hat da eigentlich tolle Fähigkeiten, ne? Und die richtig skillt, ist die nur auf 8,8 Kilometer sichtbar, soweit ich das weiß. Zumindest habe ich sie nicht weiter runterbekommen. So, jetzt wird Fahrt rausgenommen zum Cappen von B. Eigentlich ist er nicht entdeckt, wenn er jetzt nicht entdeckt ist. Wenn er jetzt schießt, dann steht er dumm da. Ziemlich offen. Und die ganzen Schlachtschiffe sind, naja, Mexiko und Bayern. Gut, die können wahrscheinlich irgendwie im Gebirge. Aber das fing doch schon mal gut an. 15.000 Schaden gleich schon mal rausgekloppt. So. B erobert. Guck mal, was er jetzt macht. Baut Fahrt wieder auf, ändert den Kurs. Es geht weiter. Auf die Bayern. Tolles Mündungsfeuer bei der Bayern.
Und nochmal verteidigt. Die kriegen keinen Cap. Die kriegen keinen Cap. Ist der Team Grün schon 45 Punkte vor jetzt? Ja, guter Treffer auf der Mexiko. 5000. Zwar nicht so außergewöhnlich, aber ja, ich denke, aus dem Winkel war das schon okay. Und nochmal drei Treffer auf der Mexiko. 25.000 Damage zusammen. So, jetzt steht das Gefecht gerade ein bisschen. Gucken wir mal. Vielleicht keine Ziele mehr. Er steht jetzt noch da und kann sogar ganz gut getroffen werden, offensichtlich. Kommt eine Fuso vor. Das wäre doch was. Fuso-Breitseite zeigt, immer draufhalten. Lassen sich auch gerne Zitadellen. Wir haben nur 12 gute Gründe, warum man ihnen nicht Breitseite zeigen sollte. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir am Anfang das European Community Banner eingeblendet haben. Das ist eine neue World of Warships Gruppe in Facebook, die quasi das Ziel hat, den europäischen Server sozusagen abzubilden. So, dass quasi auch viele Menschen aus verschiedenen Nationen da sich treffen und verabreden und austauschen über World of Warships, über Gerüchte und so weiter. Vielleicht ist es ja was für euch. Wäre sicherlich toll. Wir sind dabei als Clan und unterstützen diese Sache natürlich. Denn Austausch untereinander, das ist eine tolle Sache. Bis jetzt gibt es halt relativ viele Gruppen, die auf nationaler Ebene agieren. Diese Gruppe wird halt definitiv halt nicht weltweit, aber europaweit agieren. Und vielleicht gibt es ja dann auch die ein oder anderen Spieler, die sich aus den USA oder so dahin verirren, um sich einfach informiert zu halten. Wie gesagt, überlegt es euch. Ist eine tolle Sache. Ich glaube, aktuell haben die Gruppe knapp 50 Mitglieder. So, jetzt kommt der Gegner gleich wieder in Schussreichweite. Aufgedeckt in der Reichweite ist er ja schon. Mann, 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 was ich manchmal zusammenlaber. Kann er bloß nicht wirken jetzt. Auf 10 Kilometer Mexiko. Da ist sie. Schöner Reihenschuss. Der Galona hat gerade richtig kassiert beim Gegner und das waren 6600, nochmal 1000. Das klappert. Ja, wie gesagt, wie ich schon eingangs erwähnte, es ist wirklich taktisch gefahren. Es ist jetzt hier nicht. Es wird wahrscheinlich kein Gefecht sein. Wobei, heißt wahrscheinlich, ich weiß es ja eh. Der Abschlusskrieg, den habe ich mir ja schon angeguckt, bevor ich jetzt das Gefecht vertun hätte. Wird hier kein Gefecht, wo mehr als 100.000 Schaden auf der Uhr stehen. Aber es ist taktisch sehr reingefahren, wie ich finde. Werden halt dann die Möglichkeiten genutzt, die man gerade hat. Wenn ich das so sehe, habe ich auch mal gleich wieder irgendwie ein bisschen Bock, mal doch die Bayern nochmal zu kaufen sozusagen und sie zu nutzen. Das macht einen schönen gedrungenen Eindruck. So, jetzt macht er sich auf den Weg in Richtung A, denke ich mir. Weil die komplette Gegnergruppe unten lang fährt. Fährt er oben lang, will vielleicht mal gucken, ob er die Lerner noch erwischt, denke ich mal. Ich würde jetzt auf jeden Fall versuchen, die Lerner zu erwischen, wenn ich jetzt der Kapitän wäre. Unser Team hat jetzt schon Rückstand, okay. Das Grasch B, Mexiko da unten noch, die Fuso. Haben noch eine Menge Schiffe. Das ist ja interessant. Leander hat ihn getorbt, hat aber nichts gebracht. Da ist die Leander. Und
getroffen, aber auch, hätte ich jetzt auch gehofft, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Ah, und gleich angesteckt. Die Lagalone macht ihrem Ruf alles gerecht. Ich finde, dieses Spiel zeigt mal wieder, wie taktisch man doch in gewerteten Gefechten fahren sollte und nicht immer einfach drauf los, so wie in Zufallsgefechten gibt es ja immer wieder Leute, die echt viel einfach sagen, oh, dann fahre ich mal. Schlägt man mal die Hände über den Kopf zusammen. Vielleicht reicht das schon für die Mexiko. Oh, Schwein gehabt, da die Torps. Ja, Mexiko down, erster Kill. Was macht die Bayern da links? Okay, er nimmt wieder Speed auf. Die Bayern hat auf ihn geschossen, hat ihn mit 4000 erwischt. Okay, jetzt wird hier gleich für ausgeglichene Verhältnisse gesorgt. Okay, der zweite Kill. Jetzt sind es nur 4 zu 3. Und da ist die Lagalone. Und da ist die Leander. Das sind eigentlich. Jetzt müsste man versuchen, Leander erwischen und gleich mit den hinteren Geschützen dann auf die Lagalone gehen, wenn die. Das wäre geil jetzt. Oh je. Da hätte ich mir jetzt auch mehr erhofft. Das ist manchmal aber auch verzwickt. Da denkt man perfekt, gut vorgehalten und zack. Dann kriegt die quasi keinen Schaden. Ach, sekundär. Ja gut, dann macht sie sekundär. Wenn man mit der Hauptbatterie nicht so den Schaden raushaut, dann hat die Sekundär dann nochmal einen Glückstreffer bei der Streuung. Ja, nett. So, jetzt muss sie irgendwie die Galone noch rumhampeln. 50.000 Damage zusammen. Da kommen Torps. Oh. Ein. Ach, ganz knapp vorbei. Sehr gut. Da wartet die Lagalone jetzt und einmal draufhalten nur. Da brauchen wir doch nicht mal mehr zielen. Und da kommen nochmal Torps. Das war. Na gut, die frisst da beide. Hat zum Glück der Chance Begrenzungsteam ready, sodass er sofort den Wassereinbruch stoppen kann. Ja, hat die Lagalone noch das Maximum rausgeholt. Ja, beide Torps, zwei konnte ausweichen. Hätten die getroffen und die jetzt, dann wäre er jetzt tot. Das würde er jetzt nicht mehr erobern. So, er ist jetzt wieder entdeckt. Was macht er jetzt? Wir haben links noch eine Mexiko und eine Fuso. Die Fuso kann nicht auf ihn schießen, glaube ich. Die Mexiko, das wird jetzt interessant. Ich glaube, er verpisst sich jetzt hinter die Insel, dass er nach Möglichkeit nicht entdeckt, beziehungsweise. Da. Okay. Ja, nochmal 7000 mitgenommen. Okay, er geht in schmales Profil, fährt nah an die Insel ran. Ist immer noch entdeckt von einem Flieger, der nicht mal angezeigt wird auf der Karte irgendwo. Nö. Okay, Reparaturteam ist auch da. Jetzt werden erstmal wieder Trefferpunkte aufgebaut. Und. Jetzt ist auch gleich der zweite Cap da. So. 200, 250, gut 250 Punkte in Führung. Und das, obwohl sie schon gut zurücklagen. Von der Schiffsanzahl her. Muss man sagen. Also. Das jetzt. If it wasn't losing. Geil. Ja. Das, also. Wenn man natürlich auch vier oder fünf Schiffe hat, oder wie jetzt in dem Fall drei Schiffe, die sowieso nur noch relativ wenig HP hatten, dann sieht das manchmal auch mehr aus, als es ist. Aber es muss trotzdem erstmal umgestellt werden und umgesetzt werden, dann die ganzen Schiffe noch rauszunehmen. Und das war doch gut gemacht, denke ich. So, 4 Minuten noch und jetzt ticken die Cap Points nach oben.
kriegst ja hier immer 9 Punkte pro Cap. Also, das dauert nicht mehr allzu lang. Ja, jetzt geht es nur noch darum, möglichst wenig zu zeigen, wenn du nicht entdeckt bist, dass du dann auch nicht schießt. Offensichtlich ist reine Taktik. Weil die Mexiko könnte jetzt ja versuchen, auf die Bayern zu schießen. Er stellt sich jetzt so in die Insel, dass er nicht wirklich getroffen werden kann. Diffuso sieht ihn sowieso nicht mit einer Entdeckungsreichweite von 13,4. GG, das Gefecht ist durch. Ja, ich denke doch, es war recht eindrucksvoll, wie man taktisch in einem gewetteten Gefecht spielen kann. Bei ein oder anderen Gefechte denkt man ja eher mal im Zufallsgefecht als in einem in einem gewerteten Gefecht. Hier kommen jetzt die Stats. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese taktisch geprägte, strategiemäßig gespielte Replay zu sehen. Ich denke, es überzeugt. Unten nochmal der Banner drin von der europäischen Community. Würde uns freuen, wenn ihr euch da meldet, wenn euch das Replay gefallen hat. Daumen nach oben, Abo dalassen. Wir würden uns sehr, sehr doll darüber freuen. Macht auch immer eine Menge Arbeit. Und das wäre der Dank. Tschüss, euer Maracha und das Secrets Team.